Heute wieder mal ein DDR-Rezept. Hexenfeuertoast. Sagt mal, kennt ihr den? Nee? Bleibt mal ruhig dran. Ach Gott, Mensch, das sieht aber zu Anfang ziemlich traurig aus. Eine Zwiebel müssen wir fein schneiden, aber das zeige ich euch nicht. Das mache ich sofort. Zwiebel fertig. Ja, wer uns kennt, der müsste das eigentlich schon im Schlaf beherrschen. So eine schöne Zwiebel schneiden. Es geht sofort weiter. Oh, hier hat sich noch eine Salami verirrt. Das sind wohl so circa 75 Gramm. Ja, Augenmaß und Handgewicht, Freunde. Wer dran ist, der Spruch kommt öfter mal. Das schneiden wir schnell fertig und dann geht es sofort weiter. Durchwachsener Speck ist natürlich heute auch mit am Start. Schwarte habe ich schon abgemacht, ne? Wir verkürzen immer schon ein bisschen die Videos, ne? Also, es soll interessant sein, man soll was lernen und natürlich unnütz in die Länge ziehen. Dafür sind wir gar nicht. So, deshalb gleich fertig, geht gleich weiter. Ja, leere Pfanne, da gehört doch irgendwas rein. Ja, da kommt es schon. Butterschmalz, kurz auslassen. Als nächstes unser durchwachsener Speck. Kurz auslassen. 2 Minuten. Merken. Wir liegen voll in der Zeit. 2 Minuten vergangen. Die Salami kommt mit hinein. Ungefähr auch noch mal so circa 2 Minuten. Mit andünsten. Kann einer die Senfkörner sehen in der Pfanne von der Salami? Nein, ihr werdet sie aber nachher schmecken. Unsere Zwiebeln kommen als nächstes ran. Auch noch mal schön anschwitzen. Es muss hier schnell weitergehen. Ich habe Hunger. Ein Esslöffel guter Senf kommt mit rein. Könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare reinschreiben? Bei einem DDR-Rezept, was für ein Senf das sein könnte. Und gleiches gilt natürlich auch für den Ketchup. Das sind allerdings 2 Esslöffel. Das Ganze gut vermengen. Ja, warum soll ich alte Traditionen ändern? Erstmal einwirken lassen das Ganze. Ja, bisschen Pfeffer fehlt noch. Das wird lecker, Freunde. Das Ganze noch mal kurz umrühren. Es geht sofort weiter. Und nicht vergessen, jetzt die Herdplatte ausstellen. Wie der Name schon sagt, brauchen wir natürlich auch Toast. Wir nehmen unsere Masse und verteilen die auf unsere 3 Toastbrotscheiben. Allerdings fehlen jetzt noch 2 Sachen. Ich mache das hier alles noch richtig schön rauf. Und dann wollen wir weiterschauen, wie es hier weitergeht. Mit Liebe alles gut verteilt. Ich habe hier 3 schöne Scheiben Gouda. Die legen wir natürlich auf. Und unsere letzte Zutat oder unser letztes Gewürz ist noch ein bisschen Paprika. Oh, edelsüß, nicht vergessen, nicht den falschen nehmen. Wer scharf macht, kann natürlich auch den scharfen nehmen, ne? Oder was sagst du, Tim? Sehe ich genauso. Ja, okay, Timmy, und was passiert jetzt? Ja, das Ganze geht jetzt bei 200 Grad Umluft in den Backofen für circa 5 Minuten und dann schauen wir mal, was daraus geworden ist. Außenofen raus. Ja, Freunde, ihr wollt natürlich auch den Anschnitt. Hört ihr das? Es knuspert. Den Anschnitt sehen. Ich zeige euch das kurz. Da fehlt allerdings noch eine Kleinigkeit und die zeige ich euch gleich. Und genauso sieht ein richtig guter Hexenfeuertoast aus. Dazu habe ich euch noch einen Gurkensalat mit saurer Sahne gemacht. Wenn ihr das Rezept haben wollt, zeigen wir euch das nochmal gerne. Lasst es euch schmecken, einfach nur herrlich. Und nicht vergessen, wer will, kann noch ein bisschen Ketchup drauf machen. Besonders lecker. Das war's von den Mecklenburger Kochbuben. Bis zum nächsten Mal.